I admire you, Rick. Okay, bleib stehen. Ich nehme jetzt die Augenbinde ab. Hey, du schuldest uns noch Geld. Ich hätte da ein Angebot für dich, was du nicht ablehnen kannst. Du wirst unsere Hauswache, weißt du, die Security. Für einen Monat arbeitest du dann für uns. Okay. Wenn Nachbar kommt, wenn Einbrecher kommt, dann bitte nicht töten und die Polizei verständigen, sondern in den Keller tun. Komm, ich zeig ihn dir grad. Komm mal grad ran. Okay, mach ich. Dann packst du den hier auf die Streckbank und folterst ihn ein bisschen. Und findest, wer ist und was er wollte. Krieg ich dafür auch Geld? Ja, für deine Schulden. Für den Rest musst du uns deinen Bruder bringen. Okay, mach ich. Dann geh mal deinen Bruder holen. Hey Doc, hier ist mein Bruder. Da ist er. So, jetzt bewache ich noch und dann sind wir super wieder Freunde. Ja, okay, gut. Okay, ich schick dir die Adresse rüber. Krieg ich eine Waffe? Ja, du kriegst eine Waffe, aber keine echte Waffe. Vertrau mir, du brauchst keine echte Waffe. Ja, bitte das Papier lochen. Warum ist sie so lang? Oh, kein Defekt. Ich würde gerne meine Mutter wieder haben. Das ist ein wichtiges Mensch und den hätte ich gern wieder, bitte. Das ist nicht deins, meins. Dann habe ich einen Auftrag für dich. Ach schön. Da habe ich, ja. Nice. Du gehst jetzt zu so einem Haus. Ich sende dir die Adresse später rüber, ja? Da gehst du hin und dann stiehlst du einen Sack für mich. Ich stehle einen Sack für dich. Du stiehlst einen Sack für mich. Kriegst dann meine Mutter wieder. Und dann kriegst du deine Mutter wieder. Guck, da hinten ist deine Mutter übrigens. Siehst du die? Schönen guten Tag. So, super. Dann sehen wir uns dann, wenn du einen Sack wieder hast, ne? Schönen guten Tag und viel Erfolg dabei. Schönen guten Tag wünsche ich Ihnen auch. Tschüss. Tschüss. So behindert. So, ich stehe gerade vorm Haus. Ich glaube nicht, dass hier so viel passieren wird. Jetzt muss ich nur mal mit dem Sack hier rauskommen. Den Sack habe ich jetzt. Jetzt muss ich nur noch ohne gefangen zu werden hier rauskommen. Da vorne ist die Wache. Ich würde mal sagen, ich gehe da hin und laufe dann weg. Halt, stopp! Boah, ich bin echt super schnell heute, ey. Wieso haben die mir keine echte Waffe gegeben? Was ist das für Drecksteppen, Alter? Ah, der Lappen kommt nicht hinterher, der hat keine Waffe, ey. Der kann mich nicht. Der kriegt mich nicht. Scheiße, jetzt ist der Däge weg. Wo ist er hin jetzt? Da vorne ist Mülltonne. Da muss ich jetzt schnell rein hier. Wo ist er hin? Wie kann ich jetzt entkommen? Keine Sorge, denn jetzt kommt Ranjit. Bitte, wer kommt? Ranjit. Bitte nicht singen. Kannst du mir helfen? Ja, reite auf meiner Kuh weg. Sie wird dich beschützen. Okay, hast du eine für mich? Nein, die ist gerade in der Reinigung. Aber ich habe eine Giraffe ausgeliehen. Das ist super. Könntest du mir die ausleihen für einen Tag? Okay, ich werde den Schlüssel zu. Hier, da ist er. Ah, das ist danke. So, fahren ist genauso wie bei der Kuh. Nur musst du bitte darauf achten, ich möchte keine Kratzer drin haben. Wenn ich Kratzer sehe in der Giraffe, wenn ich die wiederkriege, ja? Dann bezahlst du die Reparatur dafür. Vielen Dank, ich guck, dass das nicht kein Kratzer gibt. Ich hab versagt. Es wurde eingebrochen und der Täter ist entkommen. Ich finde ihn einfach nicht mehr. Okay, dann foltern wir dich jetzt. Du bezahlst auch mit allem, was du besitzt. Hast du nicht eine Idee? Hey, guck mal nach rechts. Eine Person reitet durch eine Giraffe. Person reitet auf Giraffe durch Innenstadt. Das ist der Typ. Bruder muss los. Joe, mit der Giraffe durch die Innenstadt ist echt entspannend. Nur der lange Hals steht ein bisschen im Weg. Halt, stopp. Ey, was machst du denn hier? Ich bin hier, um dich aufzuhalten. Du hast den Sack geklaut. Und ich hätte den gern wieder und dich würde ich gern gefangen nehmen. Du vergisst aber eins. Ich hab den Sack und eine Giraffe. Ich bin jetzt weg, Kollege. Ruhig, du willst kein Kratzer, du willst kein... Diese Giraffe liegt auf mir, du Spisser, das hat jetzt Kratzer. Gut. Jetzt krieg ich Ärger mit ihm so, da. So, jetzt nehm ich dich mit, tschüss. Okay. Oh, wo hast du mich hingebracht hier? Das ungemütliches Bett. Ich habe dich hier auf eine Streckbank gelegt, denn du hast den Sack geklaut. Und das war illegal. Mhm. Jetzt werde ich die Streckbank dich strecken lassen, du Dreckstab. Streckst du schon? Ich fang gleich einen Moment, ich muss den Monolog halten noch. Okay. Das ist die Streckbank der Gerechtigkeit. Bist du fertig? Ja, du bist fertig. Ah, was ist das jetzt los? Mein Kopf ist höher als mein Kopf, Hilfe, was ist denn los? Das ist, mein Hals, mein Kopf, kannst du vielleicht mal langsam aufhören? Soll ich dir was sagen? Das ist die Hand der Gerechtigkeit, die tut dich jetzt auch auf die Streckbank, du Pischer. Ah, das hat mir getan.
Ich guck mal, jetzt mach mir einen Dumbo aus dir. Scheiße! Ah! Oh, das war nicht so geplant. Ah! Jetzt schenkt das Ohr da fest. Oh! Warum macht das immer weiter? Wann hört euch denn auf? Ich muss jetzt schnell zum Mafia-Boss. Was? Da wollte ich gerade hin. Dafür habe ich dich doch gefangen. Das hat mir gut gefallen, weil da wollte ich auch hin. Und ich musste ihm einen Zack geben, damit der mir meine Mutter wiedergibt. Verstehst du, was ich meine? Bisschen was? Austausch. Aber ich hätte mir gesagt, ich soll da ein bisschen was das Haus bewachen, dass da keiner einbricht. Was ist denn da jetzt los? Ja, das ist schiefgegangen. Vielleicht wollte er uns beide pranken. Vielleicht wollte er uns beide pranken. Lass uns mal gegen den Typ verbünden ein bisschen, weißt du? Der wollte uns töten, jetzt machen wir dem das Leben schwer. Bisschen Team aber, weißt du, was ich meine? Ah, bisschen Team, dies, das. Bisschen Team, dies, das, genau. Ah, das ist eine gute Idee. Du kennst doch den Typ, der die Blätter überlocht da oben. Ach, du meinst den Mr. Long? Nose. Mit der Nase, genau der. Genau der, ja, du den kenn ich. Wie der heißt, aber mit der Nase der. Genau der. Der, mit der Nase. Genau der. Lass den auch mal befreien. Den auch. Jetzt habe ich so große Ohren hier. Du hast schon einen langen Hals. Ja, der hat schon eine lange Nase. Das passt super. Das ist super. 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 Ich sehe den nicht hier. Ich sehe den auch nicht. Gut, lass mal weiter nach vorne gehen. Da ist Nase im Weg. Ich dachte, das wäre die Wand gewesen. Du Typ, willst du vielleicht befreit werden von uns? Wir machen Verschwörung gegen Boss, weil der hat uns ein bisschen geprankt und jetzt sprengt mir den auch. Ja, das würde ich ja gut finden, so weißt du, was meinst du? Gut, bei meiner Flasche noch bitte. Sehr gut, bei uns bist du auch nicht ausgeschlossen, weil ich hab langen Hals wie Giraffe und der hat Koala-Ohren und du hast spezielle Nase. Das Spaß. Was ich dazu sagen würde? Nein. Einer für alle. Und alle für einen. Alter, wir sind fucking wie die drei Musketiere. Du verliest dich gerade, da steht Alter. Wir sind wie die fucking Musketiere. Scheiße. Drei Musketiere. Tut mir leid. Das ist, ich verlesen. Das ist eine drei, ja, das ist recht. Lies noch mal. Alter, wir sind wie die fucking drei Musketiere. Lass uns mal nächste Folge ein bisschen weitermachen mit dem Rechen. Ich hab keine Lust mehr. Ich muss Pizza essen gerade. Finde ich gut, dann treffen wir uns. Gut, bin ich dabei. Okay. Okay. Mach das später raus nachher. Gut, dann guckst du dir jetzt den Blog an und dann komm im Video. Kannst du aussuchen. Und dann sehen wir uns.